Yeah, let's go. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Channel. Und heute, ihr seht es im Titel, Freunde, wir spielen mal wieder gegen einen Fußballprofi. Und heute gegen Maurice Jovic von, richtig, Hertha BSC. Freunde, checkt sehr, sehr gerne Maurice auf Instagram ab. Links unten in der Videobeschreibung wird er sich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass so ein Fußballprofi einfach so sich Zeit nimmt, um gegen mich zu spielen. Deswegen lasst ihm da sehr, sehr gerne Grüße da von mir und lasst ihm Follow da. Ist, glaube ich, mal nicht zu viel verlangt. Was man sagen muss, er ist, habe ich mitbekommen, dass er mit einer der größten Schwitzer ist, den es gibt, so nach Sydney vielleicht. Aber, Freunde, ich blende euch hier auf jeden Fall nochmal die Karte von ihm ein. Er spielt, also seine Karte ist ja rechts Mittelfeld und ist auf jeden Fall nochmal eine andere Karte als zum Beispiel eine Stürmerkarte oder so. Und die Ingame-Stats sind jetzt auch hier nochmal eingeblendet. Würde ich sagen, ich lade ihn jetzt direkt mal ein, Freunde. Und dann schauen wir mal so, was der Silberschwitzer drauf hat. Ja, Freunde, sehen wir auch nochmal ganz kurz mein Team, mit welchem ich heute antreten werde. Ich lade ihn jetzt ein und dann geht's los. So, Freunde, man kann jetzt sein Team leider nicht sehen, aber erstens, Maurice ist jetzt hier auch, man hört ihn jetzt, also. Servus. Was geht? So, ich blende euch auf jeden Fall sein Team jetzt hier ein, weil man kann es ja leider nicht sehen. Du hast gesagt, du spielst dich im Sturm, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, wie deine Karte sich so spielen lässt in Game. Du abgeben wirst oder nicht. Hast du eine positive Bilanz mit deiner Karte? Ja. 110 Spiele, 150 Tore. Oha, ja, ist stabil. Okay, aber das Problem ist, wenn du online halt gegen andere spielst und die deine Karte sehen, dann weißt du ja selber, wie die bist. Die decken die ganze Zeit deine Karte und so. Sag mal, was hast du? Du hast Elite 2 geholt, oder? Ja, aber das war nicht letzte Woche, sondern davor die Woche. Junge. Aber da war auch wirklich ordentlich geschwitzt. So, wann hast du deine Karte? Ich glaube, das war die zweite Weekend League damit. Jawohl. Boah, Jamie Vardy, wenn ich den schon sehe. Das ist Konaté? Findest du gut? Ja. Road to the Finals, keine Ahnung. Ich hoffe ein bisschen auf seine Upgrade, weil der hat nicht mal so viel schlechtere Werte als Varane, deswegen. Stimmt, wann gehen die Karten denn hoch? Ja, das, ey, hör doch mal. Wer hast du ein Tor? Wirklich, dann erstmal Sissoko, dass der überhaupt da zum Schluss kommt, ins Boden und dann mein Tor, egal. Ich habe schon gesagt, Donnarumma war letzte Weekend, die ging der mir auch so auf den Sack, in Rot habe ich den halt wegen Nesta Strongling. Stimmt, okay. Aber das ist, oh mein Gott, Mann. Ich hatte nicht mal den Ball gehabt, doch einmal mit Kanté kurz mal. Junge. Na. Hast du Nesta geholt oder Icon Swaps? Icon Swaps. Schwitze. Okay, ich habe 16 Token geholt. Ja, aber ich habe Nesta und Kluivert gemacht. Wie ein so. Oha, wie viel brauchst du dann? Ja, alle habe ich gemacht. Glaube ich, oder? Habe ich alle gemacht? Ich glaube, ja, fast. Nein, hör mal auf. Wurden Flanken mal gepatcht oder immer noch nicht? Geht. Aber sind ja, oha. Aber sind ja allgemein eh nicht mehr so gut. Ja, bestimmt. Aber ich hoffe jetzt auch, dass ich mal demnächst die Karten von EA bekomme. Stimmt, die drei Icons, ne? Ja, Mann, und dann wird hier mal ein bisschen umgebaut, Alter, weil manche sind schon komisch hier, manche Spieler. Welche hast du angefordert? Wen habe ich angefordert? Eusebio, 89er, ja. Dann Kulit, 90er und dann habe ich aber nicht R9, sondern Cruyff einfach 91er angefordert. Echt? Okay, krass. Und bekommst du nicht auch irgendwie noch normale Goldkarten oder so? Nein, das war letzte Saison war das ja, so. Ja, genau. Da haben wir aber nur eine Icon bekommen. Ach so, und jetzt dafür drei Icons, okay. Ja, hast du was reingesteckt dieses Jahr so an Geld? Kaum, also ich glaube, ja, was wird sein, 200 Euro oder so. Schuss finde ich. Du hast Kanté, ne? Ja, ich wollte mir den vor unserem Spiel noch holen, ne? Aber wir haben 10k gefehlt und ich wollte nicht den Leihspieler nehmen, das wäre irgendwie so, keine Ahnung. Oh, das machst du stark, ey. Mann, das machst du stark. Aber Verbindung, das laggt manchmal ein bisschen so, ne? Ja. Komisch. Aber eigentlich habe ich eine gute Verbindung. 30-0 Schwitze, Alter, ich kann es nicht fassen. Welche Formation spielst du in Game? Auch 4-4-2? Ja, ich spiel's auch. Ja, ja. Ey, ich höre, Ferdinand ist wirklich eine Macht, Alter. Er und Varane. Aber du hast ja genau diese ganzen Cheat-Spieler, Alter. Ja, das sind alle, wo so OP sind. Hast du überhaupt einen Schuss? Was? Ey, lol, Mann. Wann hast du aufs Tor geschossen? Keine Ahnung, Mann. Du hast auch noch einmal aufs Tor geschossen. Das andere mit Sissoko kann man auch nicht sehen. Ja,
Digga, du stehst auch mit 700 Mann in deinem eigenen 16er. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ich habe Tiefe, was hast du, Tiefe? 3. Was? Ja, 3, aber bei mir trotzdem, guck mal, wo die stehen. Ich habe 3 und die stehen so hoch. Oha. Nee, der reicht nicht. Oh, schade. Ich hab's mit L2 oder so? Machst nee, du ganz normal gerade. Hast du gegen Eli schon gespielt dieses Jahr? Dieses Jahr, ich glaube noch nicht, nein. Okay. Wer gewinnt zwischen euch beiden? Du, oder? Ey, wir haben dieses Jahr auch noch gar nicht gespielt. Weil dir ist halt geil, du hast 4 Sterne Weakfoot, ne? Mhm. Digga, ich komme nicht zum Abschluss, Mann. Und 3 Sterne Skill ist halt abfuck. Weil dieses Jahr geht's eigentlich noch mit 3 Sterne. Die haben ja Job und so, ist jetzt auch nur noch 3 Sterne, aber... Ja, aber du machst du Job? Ich glaube, ich habe Job noch nicht gemacht in meiner... Das war das FIFA 16 oder so, wo gefühlt jeder die ganze Zeit den Job gemacht hat. Und dann mit R1 einfach lange Eck geballert. Ja, okay. Ich kann ja sogar mit Augen zuspielen, wenn ich gegen deine Karte spiele. Oh, Digga, die wird wirklich ein bisschen überschätzt. Ich muss überlegen, ob ich die neben Kanté auf 6 stelle, weil das wäre wahrscheinlich OP. Aber vorne, ich bin ehrlich, ich hatte auch Neymar. Neymar war einfach besser als meine Karte. Ja, das ist halt 5 Sterne, 5 Sterne allein schon, ne? Ja, ja, auch die bewegt sich komisch, Mann. Ich bin ehrlich, also die, ich weiß nicht. Man spürt nicht, dass die 99 Pace hat. Nein. Echt, findest du? Ja, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich die Katastrophe spiele, das ist sogar sehr wahrscheinlich, aber... aber Ding, auf der 6 finde ich irgendwie ein bisschen zu klein oder so. Wobei ja, wenn du willst mit Kanté den spielen oder wie? Ja, Kanté und er. Ich hab daneben sowieso Wijnaldum, also ich glaube nicht. Ja, wobei, wenn du halt bald die Icons bekommst, dann kannst du ja Rullet und dich oder so. Das ja, ist ja dann genau. Eigentlich chillig. Aber die gehen auch alle tief bei mir, man kommt doch mal entgegen. Was hast du für Anweisungen oder hast du gar keine? Tja. Digga, bei dir ist immer. Nein, 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 nicht nein! Was war? Ey, der pfeift Elva, hör doch mal auf. Hä, aber was hab ich gemacht? Ja, ich hätte auch lieber das Tor. Du hast Torwart gesteuert, war lange. Egal, ich muss halt zeigen. Muss ich dir nochmal. Ey, siehst du meinen Kreis, Neva? Nee. Weil als ich gegen Sinne gespielt aber habe. Ich halte den auch so. Digga, ich hab nochmal in die andere Richtung gemacht, aber da hat er schon eingeloggt. Ja, Mann! Ich mach ein Tor, wenn mir das in der Weekend League passiert wäre, hätte ich übrigens schon wieder aufgehört. Ich mach ein Tor. Aber das ist echt, das ist ohne Sinn, Alter. Ich hab nicht mal gefault oder so. Mach noch ein Spiel. Ja, okay, komm. Okay, wir machen noch eins. Ich fühle mich gut. Fühlst dich gut. Am Ende hatte ich nicht in der Tasche, würde ich sagen. Okay, Freunde, wir machen noch ein Spiel. Da will jemand die Revanche. Was hast du für ein Stadion? Keine Ahnung, was soll ich für Flüch? Ja, die, bei mir, die kommen alle, um mich zu sehen, was sollen die machen? Ja, da reichen keine 20.000. Kann ich verstehen. So, Freunde, nächstes Spiel. Der Schwitzer will nochmal ein Spiel. Team kennt er ja schon jetzt mittlerweile, aber... Der einzige Schwitzer in dem Raum bist du, Alter. Ey, ich schwör, dieser Rio Ferdinand, das ist... Aber sag mal ehrlich, warum hast du Nesta gemacht? Mann, keine Ahnung, weil ich hektisch war. Ich hab die ersten 12 Dinger gemacht innerhalb von 2 Tagen. Ich war so heiß. Da hatte ich halt 12 von diesen Icon-Spielern und dann wusste ich nicht, was ich mit 12 machen soll. Dann habe ich halt Kloibert gemacht. Mein Gott, man halt doch mal einen fest, Alter. Der hat einfach Bratpfanne als Handschuh. Der hat noch nie Ball festgehalten. Bratpfanne. Jetzt kommt, nein. Oh, hey. Oh. Ey, ich schwör, das macht keinen Sinn gegen Ferdinand und Varane. Jetzt, wenn du noch irgendwann Van Dijk hast, dann ist Feierabend. Ja. Ich hatte den sogar mal, aber bei mir war der irgendwie nicht so gut. Gefühlt nur bei meinen Gegnern ist der gut. Aber ich muss mal gucken. Wie mit Ter Stegen bei mir, Alter. Ich hatte auch Ter Stegen. Ging gar nichts. Findest du nicht? Ey, ja, aber das ist halt wie mit Van Dijk. Bei mir ist der beste Torwart gefühlt. Dick, alle rennen tief, Alter, ohne dass ich irgendwas eingestellt habe oder L1 drücke. Faul, Mann! Pfeift sie. Oh. Ja, absolut klar, ohne Elva heute. Alles gut. Elva gibt's nur, wenn ich ein Tor mache. Nein, ich gönn deiner Karte nicht. Mann, ey. Mach wegen mir mit deinem Tor, mach mit Donnarumma ein Tor, aber nicht mit deiner Karte. Geh tief. Mach! Boah, Alter. Alter. Schon wieder der Computer. Dombele, Ehre, Mann.
Hast du jetzt einen Torschuss gehabt? Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, du hattest keinen Torschuss. Ey, Mann, bitte Rum nicht. Donnarumma hat einen festgehalten. Ach, stimmt, der. Stimmt. Mann, ey, die ganze Zeit gehst du nicht tief, Alter. Was macht der? Ah, ja. Alles gut, Jungs. Super Ball, Kanté. Ey, wirklich, bleib einfach hinten. Ehrlich. Mann, ey, dieser Semedo. Du hast nur Cheat-Spieler. Was ist denn mit dir? Semedo, bester Rechtsverteidiger. Ich sag's dir. Ja, ist ja auch. Ohne Sinn, ey. FIFA macht so komische Sachen. Auch Longley. Der ist auch so gut, obwohl der einfach 73 Tempo hat oder so. Na, na. Ja, den wolltest du nicht mal anspielen. Sei ehrlich, den wolltest du nicht anspielen. Nein, nein, ich wollte Vardy oder... Ja doch, Vardy war es, glaube ich. Ah. Gut verteidigt, Männer. Kann der mit 4? Nee, ne? Ja, es geht. Oh mein Gott. Alter, schade. Einfach klären, einfach weg das Ding. Boah, den machst du. Und deinem Baubo hat vielleicht dachte ich will auch keinen Bock mehr. Merkst du, guck mal! Ich süß! Kann's süß! Bringt einfach gar nichts. So, ja, aber in ist der auch, Box. Wenn man ehrlich ist, das ist schon unrealistisch so. Wie kannst du, also du bist ja nicht so körperlich, weißt du? Es kann nicht sein, dass du 99 Füße hast, so. Ja. Deswegen, aber. Ja, hätte mir die hätten mir Stärke 60 geben können, aber Ruhe dann 99 oder so. Ja. Ne. Alter, Freunde, es geht in die Verlängerung. Ich meine, es geht, ja, es gibt Verlängerung, oder? Ja. Alter, so ein Schwitzerspiel, ne? Ich probiere mich mal jetzt auf 6 aus. Und schau mal, was da geht. Hast du schon mal auf der 6 gespielt oder noch gar nicht? Ja, doch. Häufig mache ich das, wenn ich vorne liege, dann wechsle ich Wijnaldum aus. Bring einen Stürmer rein und dann. Mann. Ey, hör auf! Geh, der ist frisch. Der ist frisch. Mach ihn. Mach ihn. Der ist drin. Aber was war das für ein krasser Pass, Alter? Ja, aber ich stand, den wolltest du niemals in die Lücke. Nein. Ich hab voll leicht aufgeladen, der schießt gefühlt. Ich hab Roussillon schon dahingestellt, weil ich wusste, dass du den da hinspielst und der peitscht den da zwischen alle durch, ey. Mbappé ist gut, wa? Ja, schon. Aber. Oh ja! Oh ja! Da. Den macht er gut. Den macht er klasse. Oh mein Gott. Ey, ich habe letzte Weekend League auch ein Eigentor bekommen. Das war auch. Ey, das war. Guck mal, du bist gerade so leid. Ich habe nicht mal X gedrückt oder so. Ich habe nichts gemacht. Was hast du vorhin noch zu Konaté gesagt? Weil der hat nicht mal so viel schlechtere Werte als Varane, deswegen. Gut, Lion. Lion XXX, Alter. Das wäre ein Schrottname, Mann. Ja, Momo CVC. 10er Gut, hau rein, mein Bester. Wir sehen uns. Hau rein. Ciao. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Silberschwitzer konnte leider nicht gewinnen. Was will man machen? Schade. Ne, Freunde, lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Lasst kostenloses Abo da. Und checkt natürlich Maurice auf Insta ab. Ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Er wird sich freuen. Ihr seht, sympathischer Mann. Man kann sich unterhalten. Sagen wir es so. Ja, ne, Freunde, lasst ein Follow da. Haut da rein. Ciao, ciao.